Doppelpass, Franz. Das heißt, ich zu dir, du zu mir und dabei bewegen wir uns langsam nach vorne. Und wenn ich zurückspiele, dann schießt du ein. Ja. Okay, also. Und weiter. Zu mir, zu mir, zu mir. Zu mir, zu mir. Und jetzt komm reingerannt und schieß. Oh, das war nett. Also, das üben wir nochmal. Wer will nicht, dass sein Sohn ein Profifußballer wird? Franz muss da immer in eine Rolle schlüpfen und ist dann der Thomas Müller und muss dann Tore schießen oder hechten. Da muss alles drinnen sein. Hey. Er wird Fußball spielen können, aber er wird es nicht professionell betreiben können. Die Verletzungen werden zu stark sein. Doch, wir können jetzt nicht einfach aufhören. So, stellen, stellen, stellen. Das gibt's halt auch, ne, sowas. Andreas und ich, wir beide haben einen Gendefekt und diese Konstellation zusammen hat das beim Franz ausgelöst. Ihm fehlt quasi ein Eiweiß, das die Hautschichten zusammenhält. Du, wir sind gleich fertig. Du bist kaputt, ne? Der Franz wird jetzt 5 und wird sich gerade seiner Krankheit sehr bewusst. Er hängt dem Schmerz auch ein bisschen länger nach und er weiß, was kommt. Keine kalte Creme, ist alles warm. Die Panik und die Angst ist so groß und übermächtig, dass wir da ganz schlecht an ihn rankommen, um ihm diesen Druck zu nehmen. Dann ist so ein Verbandswechsel extrem schwierig und aufwendig. Kinder mit Epidermolysis bullosa erleben einen Verbandswechsel, der sehr schmerzhaft sein kann. Ich höre regelmäßig von Kindern, dass die Angst vor dem Schmerz viel belastender ist als der eigentliche Schmerz. Die Ursache dafür ist einfach. Schmerz entsteht im Gehirn. Je mehr meine Aufmerksamkeit auf dem Schmerz liegt, desto stärker spüre ich den Schmerz. Auch andere negative Gefühle wie Ärger, Hilflosigkeit, Traurigkeit können den Schmerz verstärken. Das heißt, Schmerz ist beeinflussbar. Und das Spannende daran ist, dass wir den Schmerz nicht nur negativ, sondern auch positiv beeinflussen können. Alle Eltern, mit denen ich zusammenarbeite, entwickeln Strategien, um den Schmerz beim Verbandswechsel so gering wie möglich zu halten. Ich habe heute Geburtstag. Ja, wir haben natürlich auch ein paar Tricks auf Lager. Filme abspielen. Manchmal möchte er auch Musik hören oder auch ein Hörbuch. Und das geht wunderbar mit einem Tablet. Das stellen wir an der Wanne hin. Wird dann auch mitgenommen in das Verbandszimmer, wo wir die Liege haben. Und es ist ganz oft so, dass er wirklich sich so sehr auf den Film konzentriert, dass er nicht mal mitbekommt, wie ich seine Blasen versorge. So, 1 geschafft. Nächster. Soll die Paula helfen heute mit, oder? Jetzt den Baum. Das wird die Chefin mal eines Tages. Ja, hin und wieder darf auch die Paula mitgehen, wenn wir den Franz baden. Paul ist natürlich noch ein tolles Mittel, Franz von seinem Schmerz abzulenken. Weil die große Schwester ist natürlich ganz oben auf immer und hat ganz tolle Ratschläge und Ablenkungsideen. Ich helfe mal mit, oder schaffst du es allein, Paula? Ich schaff's allein. Guck mal, wie ein Kuchen. Ja, genau. Wie bei der Schokoklasse noch vorhin. Ich stell mir jetzt vor, ich tue eine Vanille-Klasse. Genau, schauen wir an. Auf den Franz-Schmerz. Es gibt keine noch so steife Situation, an der ich nicht einen witzigen Gedanken irgendwas habe. Wir haben ja schon mal Piratenärmel hingeschnitten. Wollen wir? Wollen wir mal? Ja. Pass auf, da musst du so eine Zinke reinschneiden. Man darf nicht alles so ernst nehmen. Auch wenn ein Kind so krank ist und so aussieht, gibt es lustige Momente. Und das lassen wir normal mit einfließen. Franz macht dann auch seine Witze, verstärkt manchmal sogar die Gestik und steigt auf den Witz mit ein. Nein, ich mach nix. Okay. Streifschuss. Yeah.
Franz, seine Kindheit ist nicht anders wie die von anderen Kindern. Sie ist in vielen Dingen genauso, es kommt nur mehr dazu. Und das sind die Punkte, die mit der Krankheit zu tun haben. Guck, es blutet heute gar nicht viel. Er wacht manchmal früh auf und es ist alles schrecklich und schlimm, aber er freut sich schon auf den Kindergarten, auf seine Kumpels und los geht's. Franz liebt Tiere ganz verrückt und es gibt auch ganz starke Tiere, die keine Angst haben, die bei Schmerzempfinden brüllen würden. Der Bagheera aus dem Dschungelbuch, der schwarze Panther, sein allerliebstes. Wie macht der Bagheera? Kannst du auch mal so schreien dann? Ui. Wenn der Bagheera einen Schmerz hat und auf den Dorn getreten ist, dann brüllt er. Franz nimmt es gerne an und lässt es raus. Ich denke, das ist eine Art, damit fertig zu werden. Das ist gut für ihn. Jetzt brennt's. Und jetzt ist gut? Wow, bis unter das Kinn, Franz. Am Anfang, im ersten Jahr, habe ich alles alleine gemacht. Ich habe alles an mich gerissen und keiner konnte so gut wie ich. Und dann irgendwann habe ich sehr wohl gemerkt, dass das nicht funktioniert. Das hat Auswirkungen auf die Ehe. Der Partner fühlt sich an die Seite gestellt. Man verliert den Zugang zueinander. Ich war total überbelastet, weil es einfach zu viel war. Und dann musste ich lernen, abzugeben. Oh, die Paula macht das aber ganz schön. Dass ich nicht von Anfang an mit dabei war bei den Verbänden und Anlegen und Machen. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich das lange nicht so akzeptiert habe. Wir mussten uns ganz neu damit beschäftigen und ganz neu damit auseinandersetzen. Ich denke, dass wir ziemlich viel jetzt wissen über diese Krankheit. Wir müssen uns da nicht verstecken vor irgendwelchen Ärzten. Wir sind auf einem wirklich guten Weg. Der ist nicht einfach. Der steckt voller Arbeit. Aber wenn wir hier Arbeit sparen, dann sparen wir am Franz. Verbandswechsel vorzubereiten, das ist meine Aufgabe bei uns in der Familie. Wenn ich mich hinsetze und Verbände mache, dann ist es natürlich sehr meditativ, 50, 100 Mal denselben Handgriff zu machen. Es fühlt sich zeitweise wie Fließbandarbeit an, ja. Dieses Grundpaket, das ist schon vorgeschnürt, das ist schon gemacht, vorbereitet. Der Verbandswechsel ist für den Franz natürlich viel entspannter, wenn der da jetzt keine Wartezeiten auf uns nochmal hat. Verbinden, ja. Baden, ja, aber erst spielen. Warum? Ha? Es ist tatsächlich so, dass wir schon kleine Deals vereinbaren, der Franz und ich. Wenn die Paula dann kommt, bist du schon fertig und dann kannst du spielen. Ach, Franz, komm, wir machen das zusammen. Er möchte mitbestimmen, wann der Verbandswechsel stattfindet. Wenn wir haben, gucken wir erst mal Medis und ein bisschen spielen. Und dann machen wir Baden und Verbinden. Okay? Wollen wir das so ausmachen? Ja. Ich kann nicht einfach hingehen und Verbände abreißen. Weil ich würde ihm in dem Moment ja alles nehmen, was für ihn wichtig ist. Nämlich die Kontrolle darüber zu haben, was jetzt stattfindet. Mama, du Füße machst den Schuh. Man reißt den blauen noch raus. Nein, wir machen erst den. Also, dann mach erst den. Er muss das wollen, er muss den Ton angeben, er muss uns sagen, jetzt und in dem Tempo und so geht's. Und dann ist es ein gutes Miteinander. So, jetzt darfst du mal Blase aufmachen. Guck mal, da drüben müssen wir noch mal rein. Ich glaube, ja, gibt mir einen Nordtisch. Sehr gut. Du kannst es am allerbesten. Ist es so, dass der Franz mittlerweile bestimmt, wie es abzulaufen hat. Er übernimmt immer mehr Tätigkeiten selbst. Wir leiten eigentlich fast nur noch an und begleiten ihn durch diesen ganzen Prozess durch. Und an der Seite kommst du dahin? Ich bin ganz tapfer. Oh, du bist der beste Blasenaufstecher aller Zeiten.
Genau. Ganz wichtig ist, bei den einzelnen Situationen ihn immer wieder zu bestätigen und ihm auch das Gefühl zu geben, er hat nicht versagt, er hat das toll gemacht, er hat ja auch wirklich eine tolle Leistung gebracht. Er lernt mit sich und seiner Krankheit umzugehen, ohne dass er auf uns angewiesen ist. Jetzt. Machen wir da hoch, machen wir so hoch. Wir fahren 24 Stunden lang Achterbahn. Es geht rauf und runter und rauf und runter. Schatz, es wird alles gut, du wirst sehen. Jetzt mach erst mal deinen Fuß auf. Eins nach dem anderen. Kümmer dich jetzt erst mal, dass so weit sind. Also einer muss ja Haltung bewahren. Ich habe da in dem Moment ganz wenig Mitgefühl für meinen Sohn. In dem Moment bin ich eine Krankenschwester, die einem Patienten hilft, eine gewisse Situation zu überstehen. Und danach darf ich dann wieder die Mama sein. Franz, ich lag da nicht nur da. Eins, zwei, drei. Wenn ich merke, dass er mir entgleitet, dass ich keinen Einfluss auf das, was jetzt passiert, mehr habe, dann immer Blickkontakt herstellen. Das ist dann einfach die Situation zwischen zwei Menschen. Wir konzentrieren uns aufeinander und das trägt ihn über diesen Moment. Das schafft nämlich für ihn Vertrauen und auch diese Zuversicht, er kann es doch schaffen. Mowgli. Mowgli, unser Held. Mowgli, unser Held in der bunten Dschungelwelt. Lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein. Wenn der Franz wieder mal vor Schmerzen schreit in seiner Wanne und wir mal kurz ein Liedchen anstimmen, dann nimmt es ihn mit. Und er kann das für einen Augenblick vergessen und stimmt mit ein. Wow! Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir den Schmerz beim Verbandswechsel beeinflussen können. Solche Bewältigungsstrategien kann man in 5 Gruppen einteilen. Alles fängt mit einer guten Vorbereitung an. Griffbereite Verbandsmaterialien, eine gute, entspannte Atmosphäre, klare Ankündigungen und Anweisungen. All das kann dazu führen, dass der Verbandswechsel möglichst schnell und übersichtlich abläuft. Besonders hilfreich sind die Ablenkungsstrategien. Spielzeug, Hörspiele, Filme, Singen, Denkspiele oder sich einfach nur über schöne Dinge unterhalten. So wird die Aufmerksamkeit vom Schmerz weggelenkt. Ganz wichtig ist auch, das Kind beim Verbandswechsel emotional zu unterstützen. Zum Beispiel durch eine Helferfigur, die dem Kind zeigt, wie man den Schmerz rausbrüllt. Humor, Körperkontakt oder auch sich Mut machen. Komm, wir schaffen das. Hierbei werden positive Gefühle gefördert, die das Kind stabilisieren. Die Angst vorm Schmerz kann man auch dadurch verkleinern, indem man das Kind aktiv in den Prozess mit einbezieht. Das Kind kann mitentscheiden, wann und wie der Verbandswechsel stattfindet und mithelfen, zum Beispiel beim Blasenaufstechen oder Verbände lösen. Das Kind erlebt mehr Kontrolle und wird immer selbstständiger. Nach dem Verbandswechsel kann man noch mal hervorheben, was gut geklappt hat und sich nach der Anstrengung belohnen mit einer schönen Aktivität. So geht man gestärkt aus dem Verbandswechsel raus. Neben den unmittelbaren Einflussfaktoren auf die Schmerzwahrnehmung spielt auch der Umgang mit der Erkrankung eine wichtige Rolle. Aus meiner Erfahrung heraus ist es hilfreich, die Krankheit akzeptieren zu lernen, Verantwortung zu teilen und Hilfe zuzulassen. So kann EB Teil des normalen Alltags werden. Spritzen, Ersatzverband, Ersatzmund. Eine Mütze hier. Ja, ich brauche noch meine Mütze. Paula und Franz machen ganz gerne an der Liege Rollenspiele und dann werden ihre Stofftiere verarztet. Die haben dann einen Unfall gehabt, dann kommen die auf die Pritsche und wird verkleidet. Der Tufi, Paula. Ach, der Flopsi. Okay, der braucht wirklich Hilfe. Die Verbandsliege ist kein verbotener Bereich. Sie dürfen auch alle Sachen benutzen. Es soll ja auch so authentisch wie möglich sein.
Das ist für Franz, denke ich, ganz wichtig, wenn er in diese Arztrolle steigt und er hat die Kontrolle darüber. Habe ich auch. Franz soll natürlich ein möglichst normales Leben führen und dazu gehören auch Aktivitäten auf dem Spielplatz, Rutschen und Schaukeln. Ohne Kanne schießen zu weit. Und diese Blasen, die er sich dann da zuzieht, die machen wir gerne auf, weil das sind Spaßblasen, nennen wir die. Natürlich macht er als Mutter, oh mein Gott, ja, was da dann wieder los ist. Und es ist für seine Grunderkrankung lebensnotwendig, ihm das alles zu ermöglichen, weil daraus zieht er Kraft. Gut. Das machen wir jetzt jeden Tag. Ja, das machen wir jeden Tag. Ganz wichtig ist, dass man für sich als Familie den Weg findet. Man kann bei Ebi nichts richtig oder falsch machen. Alles ist in Ordnung, was zur Familie passt. Veränderungen annehmen, keine Angst haben und jeden Tag sich überraschen lassen, was kommt. Okay. Haben wir gut gemacht. Ah. Schnitt.